Hey yo, Hallöchen, da sind wir wieder mal, Leute, bei Quadrant. Ja, wir müssen jetzt in diesen netten Raum hier rein mit dem Ada Research Facility Logo darüber. Oder Ada, ja, passt, genau, habe ich richtig gesagt. Und geh mal rein. Ich glaube, wir werden gleich angegriffen von irgendeinem Viech. Wer weiß, aber es ist ein ziemlich großer Raum. Da kann alles passieren. Wir sind auf der Suche nach, also wir müssen irgendwie versuchen, dem Aufzug da hinten irgendwie wieder Energie zu verschaffen, damit wir hier raus können. Was war das? Ah, Mann, das Licht da hinten, da die ganze Zeit schwarz kurz und dann ist wieder nichts da. Das war gerade ein bisschen verwirrend und sehr beängstigend oder erschreckend. So, kommt her, ihr lieben Viecher. Ja, ich habe mal so eine Theorie kurz überlegt, da muss ich kurz stehen bleiben, weil die so kompliziert zu erklären ist, nicht, dass ich wieder in den nächsten Jumpscare reinlaufe. Und zwar, glaube ich, wir haben in der letzten Folge oder in den letzten paar Parts allgemein diese Bilder auf den Projektoren hier gesehen, nämlich zum Beispiel einmal diese komischen Steinfragmente oder Felsfragmente, die jetzt hier auf die Erde gebracht wurden vom Mond. Und da wurde irgendwie so beschrieben, dass die, nachdem sie in die Luft auf die Erde gekommen sind, diese Fragmente angefangen haben, sich zu bewegen und es das Lebenszeichen gab. Deswegen glaube ich, dass vielleicht, wenn diese Felsen irgendwie auf dem Mond waren, ich sage immer fast über Mars, weil ich immer an Doom denken muss. Wenn diese Felsen auf dem Mond waren, waren die vielleicht sowas wie ein Übergangsstadium für diese Wesen, die sich innerhalb von diesen Felsen befunden haben. Oder noch immer befinden natürlich. Vielleicht war es so eine Art Übergangsstadium, wie so ein Ei in Kokon oder sowas. Und nachdem die dann an die Luft hier oder gekommen sind, an Sauerstoff, sind die sozusagen aufgetaut. Und ja, sind jetzt aufgeweckt worden. Ja, das ist so mal eine kleine Theorie. Ihr könnt ja mal euren Senf in den Kommentaren dazugeben, eure Meinung und Theorien. Würde mich sehr interessieren. Und dann gehen wir jetzt mal weiter hier. Und gleich kommt. Oh, das ist so scheiße. Warum ist das Licht da ausgegangen? Da war doch gerade eben noch Licht, oder? Coca-Cola, ja. Das beruhigt uns jetzt. Das brauchen wir jetzt ein bisschen. Den Blutzucker oben halten. Gott, oh Gott. Ich möchte noch an die andere Ecke des Raumes laufen. Ja, da sind wir hier in so einer Art Esszimmer. Oder in so einem Speisesaal. Für die ganzen NASA-Mitarbeiter hier. Von denen wahrscheinlich keine Sau mehr lebt. Und wir kommen in die Küche. Was für ein wunderschöner Ort. Da hinten ist, glaube ich, da können wir Energie wieder beschaffen. Das heißt, jetzt können wir uns auf was gefasst machen, Leute. Und wir sind natürlich auch hier in der Küche. Da vielleicht, da kann dann gerade das Viech, das uns hier jagt, uns noch besser zubereiten. So, noch ein Fuse. Eine wunderschöne Sicherung. Eine wundervolle Sicherung. Ich gucke mir noch ein bisschen um hier. Oh Gott, Saving. Ob das so ein gutes Zeichen ist. Ja, wir können noch einen Ofen anschmeißen, gucken, ob die hier irgendwas noch gebacken haben. Eine Pizza reinschieben, das wäre doch so schön, oder? So, rein da. Gott. Okay. Was sollen wir machen? Bitte kein Scheiß Schalter-Rätsel. Rätsel, ja. Ich muss mich beeilen, glaube ich. Gott, take Elevator. Das wird wohl nicht so leicht sein. Renn einfach. Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Oh, Scheiße. Warte, war ein Viech. Oh mein Gott. Was bist du? Oh fuck, oh fuck. Renn doch! Der rennt, der ist zu langsam, der Typ. Er hat voll die Gänsehaut, aber das Viech sah gerade irgendwie komisch aus. Oh Scheiße. Komm her! Okay, es bewegt sich lustig. Oh oh. Es sieht irgendwie ein bisschen benommen aus. Es bewegt sich ein bisschen langsam. Ja, okay, es ist zum Glück nicht so schnell. Okay, wir haben es abgehängt, oder? Können wir hier durch? Nein, können wir nicht. Bleib mir vom Leib, du Scheißviech. Nochmal da zurück. So, das Viech. Ich hätte es aber schneller vor. Ey, das sieht aus wie eine Zecke, oder? Das sieht. Ah! Das sieht aus wie eine Zecke, ein bisschen. Mann, das bewegt sich so komisch, so erschreckend. Da denkt man immer, dass es so langsam ist. Oh, der Typ hat keine Ausdauer, Mann. Aber das Viech hat auch keine Ausdauer. Das ist aber wohl ein bisschen lang. Können wir da hinten irgendwie durch? So, wir springen hier auf den Tisch, da kommt das Viech vielleicht nicht rüber. Okay, also. Okay, da können wir auch nicht durch, schade. Ich würde ja gerne mehr sprinten.
jetzt können wir wieder sprinten. Okay, das heißt, wir müssen hier irgendwie durchlaufen. Ich wollte mich hier nur nicht in der Sackgasse verlaufen. Oh, oh, das... Ah! Scheiß Viech. Oh, fuck. Schnell weiter. Wir sind fast tot. Oh, das Viech, Alter. So, hier durch. Ich fände es cool, wenn wir es abhängen könnten. Jetzt kommen jetzt müssen wir es doch abgehängt haben, oder? Ah! Oh, fuck, fuck. Ich erschrecke mich mal wieder davor, irgendwie. Ja, also, das ist gerade so eine komische Verfolgung. Wir sind beide so total lahm, ich und das Viech. Und trotzdem, dann erschreckt man sich immer so, weil es auch immer dann hinter einem steht. Schnell, 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 schnell. Das werden wir schaffen. Oh, oh, da war es gerade noch. Oh, fuck. Was macht es? Oh, oh, der Aufzug ist... im Eimer. Initializing. Press any key or button to continue. Okay, jetzt kommen wir ins nächste Kapitel. Das war jetzt ein bisschen merkwürdige Verfolgungsjagd, ehrlich zu sein. Es hat sich so wenig, so langsam bewegt. Aber trotzdem ein bisschen gruselig. So, es initialisiert noch. Und mal gucken, wo wir aufwachen. Find an exit, nach wie vor. Oh, das ist der Strom hier aufgeladen. Das heißt, wir sollten versuchen, hier auf diesen Dingern vielleicht zu bleiben. Gut, ich traue mir nicht ins Wasser zu gehen, ehrlich zu sein, aber wir haben einen Anzug an. Der leitet nicht. Okay, gut. So. Ah! Eh nicht! Das kam von der Decke. Ha, das war jetzt aber fies. Press any key or button to continue. Das hat sich durch die Wand gekramt, oder was? So. Okay, jetzt haben wir es einmal hier zu Gesicht bekommen und wurden verfolgt. Das ist schon gar nicht mehr so gruselig. So passiert hier. Ey, ey. Ja, das Viech, ey. Oder war das gerade wie Strom vom Wasser? Nee, oder? Ich glaube, wir müssen da durchrennen, habe ich das Gefühl. Weil das immer gleich da ist. Okay, rennen wir mal durch. Ja, lol. What the fuck? War das jetzt irgendwie das Wasser oder? Ah, ich hab so die Vermutung, wir dürfen nicht zu lange im Wasser wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich müssen wir immer so auf diese Inseln laufen. Die uns hier angeboten werden, netterweise. Dann machen wir das mal. So, noch ist nichts da. Okay. Aber als Test laufe ich jetzt mal auf die Insel da und gucke, ob wir dann wieder angegriffen werden oder so. Nee, okay, das heißt, wir wurden gerade echt vom Strom getötet. Aber als ich vorhin hier getötet wurde, sah es irgendwie so aus, als ob da ein Bein von dem Viech über uns wäre. Können wir Tür aufmachen? Nee, okay, wieder schnell da drauf. Okay, und zur nächsten Insel. Ja, dann gehst du da hinten, denke ich, auch nicht auf. So, gucken wir hier mal. LOL! War ich jetzt im Wasser drin? Ja, sehr perfekt. Wunderbar. Okay, finde ich mal interessant, dass wir hier so ein bisschen über diese Haufen tappen müssen, die sich hier befinden. Diese Häufchen. So, da. No. Was zur Hölle? Was zur Hölle war denn das jetzt? Ach! Oh, sag bloß nicht. Sag bloß nicht, wenn wir das Licht anhaben. Hä? Wieso geht's auch immer so schnell? Was zur Hölle? Okay, mal gucken. Achso, ich muss den Key mal drücken, also eine Taste. So, ich bleib jetzt mal hier auf der Insel. Okay, wir dürfen... Ach, wir dürfen einfach nicht laufen, während hier das kommt. Also, oh, ich bin ja so eine Genie. So, warte noch mal kurz. So, jetzt darüber. Da kommt hier das Düm-Düm-Düm. Und darüber. So, jetzt sind wir wieder auf einer Insel. Dann ist eine verbarrikadierte Tür, das ist offen. Da ist auch alles zugemüllt. Okay, ich laufe mal zu der Insel, bevor ich da reingehe. Weil wir wissen ja nicht, ob da noch, ja, das ist noch mehr Wasser. Okay. Da ist noch eine Insel, sehr gut. Schnell da drauf. Noch so eine kleine Müllinsel oder Geschuttinsel. Und schwimmen hier auch ein paar Fischchen rum. Wir können ja mal hier zwischendurch mal angeln. Ist ja auch ein Angelsimulator, das Spiel sollten wir nicht vergessen.
YouTube und rüber. Ja, wir sind wieder im Trockenen. Und das heißt, dass es wahrscheinlich hier auch wieder gleich das nette Wesen von vorher aufkreuzen kann. Das sah ein bisschen aus wie so eine weiße, mutierte Zecke, um mir ehrlich zu sein, mit ganz vielen Augen oder sowas. Ich habe es nicht so richtig angeguckt. Was da grad? Da war doch unser freundliches Wesen von nebenan wieder. Von da oben mal nichts kommt, dachte ich gerade. So. Also wenn das hier drin war. Ah, okay, da lang ist es gegangen. Ich dachte gerade, wenn das hier drin war, dann müsste hier immer noch sein, weil ich dachte, dass nur der Schacht hier wäre. So, Fuses sammeln, fröhliches Fuses sammeln, mach ich doch immer gern. Ach, wir haben ja noch den Feuerlöscher. Ah nee, scheiße, wir haben keine Waffen mehr. Ja, schade. Okay. Also ehrlich zu sein, bei mir ist es gerade ein bisschen der Schrecken und der Grusel ein bisschen eingedämmt, weil ich das Vieh schon gruselig finde, aber die Verfolgungsjagd war so ein bisschen schleppend, meiner Meinung nach. Aber spielt schon so ein gruseliges Feeling. Wir gehen erstmal hier rein. Oh, hat sich Netze gesponnen. Oder ist es von realen Spinnen? Wer weiß, wer weiß. Okay, das sind jetzt schon mehr Netze. Aber noch sieht es nach normalen Spinnen aus. Das ist echt kacke, dass wir keine Taschenlampe oder keinen Feuerlöscher mehr haben, mit dem wir dem Viech eins überziehen können. Naja, aber ich glaube irgendwie, dass hier Selbstverteidigung nicht viel hilft. Also, da kriegen wir mehr Damage, denke ich. Haben wir vorhin gesehen. Okay, da lang. Ich gehe erstmal am Ende des Ganges. Und hier ist nichts. Okay, da gehen wir zurück. Gehen da rum. Oh! Okay. Ich gehe mal weiter. Ich glaube, es war einfach nur so ein netter Jumpscare. Okay, es bewegt sich schon sehr interessant, das Viech. Es bewegt sich mal langsam, mal blitzschnell, habe ich so das Gefühl. Vielleicht spielt es ja so ein bisschen mit seiner Beute. Wer weiß. Ich gehe nochmal zurück. Achso, ne, da geht's ganz raus. Wir gehen jetzt mal da lang wieder. Oh Mann, ist das ein scheiß Dreck hier gerade gewesen. Zischt. Zischt es da einfach an uns vorbei. Oh Mann, ich mag den Sound von dem Viech überhaupt nicht. Der ist richtig fies. Oh, bitte kommt nicht von hinten gleich. Jetzt kommt ihr gleich wieder hier irgendwie was. Zischt das Drecksvieh da einfach an uns vorbei. In halber Lichtgeschwindigkeit. So, und hockst du da oben? Aha, da oben geht's nochmal weiter. Aber da können wir, glaube ich, nicht hin. So ein großer athletischer Mann sind wir auch nicht, um da hoch zu springen. Und kommt hier gleich nochmal das liebe Wesen aus einer anderen Welt. So, hallo. Und tja, sehr witzig, wie ja der Ventilator sofort aufhört, seine Ventilatorgeräusche in die Welt hinaus zu posaunen. So, ich will nach wie vor eigentlich noch unsere Kollegin, die Jamie, die hieß, finden. Aber irgendwie. Hallo? Okay, das ist nichts. Saving. Okay, wir sind jetzt im Kellerbereich, denke ich mal. Aber irgendwie haben wir die Jamie bisher noch nicht gefunden und es gibt noch keine Spuren von ihr auch nicht gefunden. Sieht irgendwie schlecht aus bisher. Also ich habe ein paar Reviews von dem Game gelesen und da hat einer geschrieben, dass die Gänge alle gleich aussehen. Finde ich jetzt eigentlich nicht mehr, um ehrlich zu sein. Also wir sind jetzt in einem anderen Bereich, also in dem einen Bereich sieht es schon ähnlich aus, aber was willst du erwarten da? Also, das war eine NASA-Forschungseinrichtung und hat halt da so Standard-NASA-Forschungseinrichtungsgegenstände rumstehen und die Gänge waren auch danach gestaltet, also. Aha, wieder mal sowas. Das gefällt mir. Das macht mir Spaß. So. Rüber. Solange hier kein Vieh kommt, macht mir das Spaß. Haben wir da hinten vielleicht irgendwas Interessantes? Ich gehe, glaube ich, erstmal da lang. Und drüber. Ah, da denke ich, können wir rüberspringen. Oder? Ne, anscheinend nicht, okay. Dann wieder zurück. Und da drauf.